in the cool, like it's 1992. Lay in the shed, dip in the pool. Don't wanna jump up to you. Keeping it hot. Wenn eine neue Version von Windows herauskommt, ist es, glaube ich, für viele normal, erstmal ein bisschen Angst zu bekommen. Denn ein Blick in die letzten Jahrzehnte zeigt, dass lange nicht alle Windows-Versionen gut waren. Zum Beispiel Windows Vista oder Windows 8 fallen mir da ein. Aber ich kann euch beruhigen, Windows 11 bringt meiner Meinung nach einige echt coole Neuerungen. Und auf das, was sich mit Windows 11 getan hat, im Positiven sowie im Negativen, darauf wollen wir in diesem Video einmal etwas genauer eingehen. Seit 2015 haben wir jetzt Windows 10 und da braucht es nach 6 Jahren einfach mal ein Design-Update, was wir mit Windows 11 auch bekommen. Man hat sich etwas an macOS orientiert, könnte man sagen. Man sieht aber auch, dass man sich auch von Linux oder sogar von Android hat inspirieren lassen, um Windows einfach einen ganz neuen Anstrich zu geben. Mit mehr Tiefe, einem Glas-Look und Transparenzeffekten mit gerundeten Ecken, das alles zieht sich fasst euch das ganze System und gibt dem Nutzer einfach das Gefühl, mal wieder ein neues Betriebssystem zu nutzen. Ich sage fast durch das ganze System, weil Windows 11 an vielen Stellen echt etwas unfertig wirkt. Wenn man nur tief genug gräbt, dann findet man an vielen Stellen das alte Design, manchmal sogar das ganz alte Design, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier zum Beispiel in einigen Einstellungsfenstern denkt man plötzlich, man wäre im letzten Jahrhundert gelandet. Ich hoffe wirklich, dass Microsoft das noch fixt, da mir das Design von Windows 11 ansonsten echt gut gefällt. Das trifft auch auf die Taskleiste zu. Ja, die ist jetzt in Windows 11 mittig platziert, aber keine Angst, wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr sie auch einfach in den Einstellungen wieder nach links packen. Wobei ich das in der Mitte eigentlich ganz praktisch finde. Es ist irgendwie mal was Neues, Erfrischendes und auch eigentlich ganz praktisch, weil man die Taskleiste da noch etwas besser erreicht, als wenn sie links sitzt. Was sich bei der Taskleiste auch noch geändert hat, ist nicht nur das Windows-Logo, sondern auch was passiert, wenn ich auf das Windows-Logo draufdrücke. Denn dann öffnet sich ein komplett neues Startmenü mit angepinnten Apps, empfohlenen Programmen und Dateien. Und auch die Suchfunktion ist insgesamt einfach besser und vor allem schneller. Was mich hier nur nervt, ist, dass man immer an Bing oder halt Edge weitergeleitet wird und man das auch leider nicht ändern kann. Wenn wir einen Rechtsklick auf die Taskleiste machen, dann bekommen wir lediglich die Option, die Taskleisten-Einstellungen zu öffnen. Also nicht wie in Windows 10, wo wir dann schon direkt einige Einstellungen machen oder auch zum Beispiel den Taskmanager öffnen konnten. Und in den Einstellungen erwartet uns dann wieder sehr viel Neues. Nicht nur das Design wurde an das restliche Betriebssystem angepasst, sondern auch die Orte, wo wir welche Einstellungen finden. Und die generelle Untergliederung ist anders als in Windows 10, aber tatsächlich sehr gelungen, meiner Meinung nach, wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat. Ein Rechtsklick auf den Desktop bringt auch nicht mehr dieselben Ergebnisse wie noch in Windows 10. Also das Design hat sich natürlich verändert und auch die Animationen, ja, das sind so die kleinen Veränderungen, die sich durch fast das ganze Betriebssystem ziehen und Windows 11 einfach ein neues, frisches, modernes Gefühl geben. Aber wichtig ist hier, dass sich einige Einstellungen in Windows 11 unter dem Punkt weitere Optionen anzeigen versteckt haben. Wobei, wenn man darauf geht, dann findet man teilweise dieselben Einstellungen nochmal und alles irgendwie im Design von Windows 10. Also da hätte Microsoft sich schon etwas mehr Mühe geben können. Die haben sie anscheinend lieber in das neue Widget-Menü gesteckt und ja, das sieht auch gut aus. Man findet hier alle wichtigen Widgets und Informationen generell, wobei man auch hier immer an Edge weitergeleitet wird, was man nicht ändern kann und was ziemlich nervig ist, sodass ich das Menü wahrscheinlich nie verwenden werde, gerade weil man die Widgets auch nicht auf den Desktop ziehen kann und dann da irgendwie frei bewegen kann, wie das in früheren Versionen von Windows noch der Fall gewesen ist. Ein Bereich, den man aber wahrscheinlich sehr viel verwenden wird, ist der Explorer. Hier hat sich auch gar nicht so viel getan, lediglich die Abstände zwischen den einzelnen Elementen sind etwas größer geworden. Das kann man aber auch einfach in den Einstellungen wieder rückgängig machen, sodass man wieder das übersichtliche Design wie in Windows 10 hat. Ein Feature, was man aus Windows 10 gewohnt war, ist Drag and Drop und das fehlt komischerweise in Windows 11. Ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht erklären, wie dieses Feature fehlen kann, weil das, denke ich, schon etwas ist, was die meisten Leute in Windows 10 regelmäßig benutzen und wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Microsoft das jetzt gar nicht mehr in Windows 11 integrieren wird, weshalb ich einfach nur hoffe, dass Microsoft das so schnell wie möglich nachliefert.
Kommen wir wieder zurück zum Positiven und zu meiner Lieblingsneuerung in Windows 11. Das ist nämlich das ganze Thema Multitasking, was einfach viel einfacher und intuitiver gestaltet wurde als noch in Windows 10. Wenn ihr zum Beispiel in einem Fenster mit der Maus auf den Verkleinern-Button geht, dann bekommt ihr verschiedene Multitasking-Layouts, zwischen denen ihr auswählen könnt. Das Layout kann danach auch ganz einfach angepasst werden. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein anderes Programm öffnet, dann merkt sich Windows 11 das Multitasking-Layout, sodass ihr das dann ganz einfach über die Taskleiste wieder aufrufen könnt. Multitasking ist durch Windows 11 einfach so viel besser geworden, sodass ich es jetzt wirklich regelmäßig benutze, was ich in Windows 10 nicht getan habe. Was gibt es noch für Veränderungen? Hier unten rechts zum Beispiel, der Kalender ist auch komplett neu designt natürlich und auch die Benachrichtigungen werden jetzt in einem viel schöneren Menü angezeigt. Ach, was ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen ist, dass man in Windows 11 jetzt auch zwischen verschiedenen Design-Presets wählen kann. Wobei mich da vor allem beim Dark Mode stört, dass sich das Design nicht durchs komplette System zieht. Weil dann bestimmte Dinge wie zum Beispiel Einstellungsmenüs und selbst der Task Manager einfach trotzdem ein helles Design haben, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass Microsoft sich da mehr Mühe gegeben hätte. Dafür gibt es neue Sounds, also zum Beispiel dieser typische Warnsound oder wie man nennt, ist jetzt nicht mehr, sondern also viel weniger nervig meiner Meinung nach und bringt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Frische in das System. Okay, also sollte man jetzt auf Windows 11 upgraden? Erstmal, viele von euch werden vermutlich gar nicht die Möglichkeit haben, auf Windows 11 zu upgraden, denn die Hardware-Anforderungen sind überraschend hoch. Zum Beispiel werden die Intel-Prozessoren der 7. Generation nicht unterstützt, obwohl die Prozessoren ja jetzt nicht so alt sind. Und auch darüber hinaus sind die Hardware-Anforderungen ziemlich hoch, würde ich sagen, sodass ihr da überhaupt erstmal checken solltet, ob ihr die Möglichkeit habt, auf Windows 11 abzugraden. Wenn euer Gerät geeignet ist, dann würde ich mir Windows 11 trotzdem nur unter zwei Bedingungen holen. Erstens, es sollte nicht euer Arbeitsgerät sein, denn gerade am Anfang eines neuen Betriebssystems kann es immer mal zu Schwierigkeiten, Komplikationen und Ausfällen kommen, sodass ich das jetzt nicht auf einem Arbeitsgerät installieren würde. Und zweitens, solltet ihr bereit sein, so ein bisschen als Beta-Tester zu fungieren, weil, wie gesagt, Windows 11 ist noch nicht komplett ausgereift. Es gibt auch einige sehr wichtige Features meiner Meinung nach, die noch fehlen, wie zum Beispiel Drag and Drop. Aber ansonsten, wenn ihr Lust habt auf ein neues Betriebssystem mit einem frischen, modernen Anstrich und noch einigen richtig coolen neuen Funktionen, wie zum Beispiel dem Multitasking-System, dann würde ich mir das Betriebssystem holen. Also ich habe es mir auch auf meinem Laptop installiert und muss sagen, mir gefällt es insgesamt echt gut. Vor allem, weil es so ein bisschen Frische und Moderne mal wieder reinbringt. So, das waren jetzt die wichtigsten Neuerungen in Windows 11. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Dinge oder eigentlich sogar sehr viele andere Dinge, die sich verändert haben, wie zum Beispiel eine Integration von Microsoft Teams oder auch ein neuer Microsoft Store. Ihr könnt ja einfach mal reinschreiben, was eure Lieblingsneuerungen in Windows 11 sind, falls ihr das Betriebssystem schon ausprobiert habt oder ob ihr überlegt, euch überhaupt das neue Betriebssystem zu holen, ob ihr es euch überhaupt holen könnt oder ob ihr auch mit Hardware-Anforderungen zu kämpfen habt, schreibt es unbedingt mal alles in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, um uns zu unterstützen und aktiviert die Glocke, damit verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.